Hello, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wird es ein Schwangerschaftsupdate zu den Wochen 36 bis 38 geben und ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal noch ein Schwangerschaftsupdate. Man weiß ja nie, wann es losgeht mit dem Kleinen. Theoretisch könnte er jetzt kommen. Ich bin heute aktuell bei 37 plus 3, also in der 38. Schwangerschaftswoche. Und da kann man ja jederzeit damit rechnen, dass es losgeht. Deswegen werde ich versuchen, die Updates auch ein bisschen in kürzeren Abständen zu machen, damit ihr wirklich immer auf dem allerneuesten Stand seid. Ansonsten kann ich euch wie immer Instagram empfehlen, das verlinke ich euch hier oben. Da halte ich euch wirklich immer auf dem Laufenden. Zu den Wochen 36 bis 38. Ich muss ja sagen, dadurch, dass ich jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Schwangerschaft bin, gehe ich nun auch wöchentlich zum Arzt. Das Ganze geht dann immer so los, dass erst ein CTG geschrieben wird und dass ich auch mit der Hebamme reden kann. Also bei uns in der Praxis ist das so, dass die Hebammen mit in der Praxis sind und die ganze Vorsorge mitmachen. Und dann wird quasi noch alles andere erledigt. Also ich mache zum Beispiel momentan noch Akupunktur. Die soll ja dazu beitragen, dass die Geburt dann schneller verläuft, dass sich alles untenrum ein bisschen weicher gestaltet, leichter dehnen lässt und so weiter. Und dafür gibt es halt diese Akupunktur. Die ist bei uns in der Praxis auch kostenlos und da habe ich mir gedacht, ja, ausprobieren kann man es ja. Ob es letzten Endes was bringt oder nicht, das weiß man nicht. Aber ich nehme es jetzt einfach mit und ich muss auch sagen, ich vertrage diese Akupunktur ganz gut. Ich habe schon von anderen gehört, dass sie dadurch vielleicht Kreislaufprobleme oder ähnliches bekommen, aber das kann ich jetzt bei mir überhaupt nicht sagen. Ja, letzte Woche war es so, dass der Kleine im Bauch beim CTG ganz schön Rambazamba gemacht hat und da habe ich mir fast schon ein bisschen Sorgen gemacht, weil die Hebamme auf einmal auch so zu mir meinte, ob ich zu wenig getrunken habe vielleicht an dem Tag, weil der Puls von dem Kleinen so hoch ging. Man sagt ja grundsätzlich so zwischen 120 und 160 ist normal und bei dem Kleinen war die Grundfrequenz immer schon bei 163 und ist auch ganz häufig auch bis 180 mal hochgegangen. Da der Arzt aber jetzt nichts weiter dazu gesagt hat, habe ich mir da jetzt nicht so riesige Sorgen gemacht. Aber ich war froh, als ich dann heute wieder da war zum CTG und diesmal die Grundfrequenz immer so bei 143 lag, was ja wirklich vollkommen im Rahmen ist. Und darüber war ich natürlich sehr, sehr glücklich und ich war natürlich auch gleich viel beruhigter. Es geht natürlich auch jedes Mal nochmal zum Arzt rein. Es ist immer unterschiedlich. Alle zwei Wochen wird Ultraschall gemacht und jede Woche wird halt der Muttermund und der Gebärmutterhals kontrolliert. Und da war es so, dass der letzte Woche bei 1,4 cm war und diese Woche lag er bei 1,7 cm der Gebärmutterhals und ich denke, dass es immer noch eine sehr stabile Lage ist. Der letzte Stand war ja vom letzten Update, dass er bei 1,8 cm lag, also der Gebärmutterhals ist ungefähr gleich geblieben. Was sich aber geändert hat, Halleluja, ist, dass der Muttermund seit letzter Woche schon sehr weich ist und wohl auch schon fingerbreit geöffnet ist. Also da hat sich definitiv ein bisschen was getan. Die Frauenärztin hat jetzt gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt was bedeuten. Man kann noch wochenlang mit einem geöffneten Muttermund rumrennen. Aber es kann natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass sie schon ein bisschen was getan hat. Was natürlich ein totales Paradoxon ist, dass ich mir wirklich die ganze Schwangerschaft immer übergedacht habe, so, oh, bitte, 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 Gebärmutterhals verkürze ich nicht weiter, bitte, Muttermund bleibt geschlossen und so weiter und so fort. Und jetzt auf einmal wünscht man sich, dass da unten was passiert, dass es endlich losgeht und dass man den kleinen Pupsi endlich in seinen Armen hat. Mein Gewicht ist so relativ stabil geblieben. Ich bin jetzt bei plus 22 Kilogramm, was natürlich schon eine ganze Menge ist. Ich denke, ihr seht es auch. Von Kopf bis Fuß ist es wirklich deutlich zu sehen, dass ich 22 Kilogramm zugenommen habe. Aber letzten Endes befindet sich das alles im Rahmen und ich denke, man wird diese ganze Geschichte des Gewichtes auch wieder los, hoffentlich. Weil ich definitiv sagen muss, dass einiges auch Wasser ist, was ich jetzt zugenommen habe. Also im Gesicht sehe ich das und ich sehe das auch an den Beinen, dass da auch eine Menge Wasser drin ist. Ansonsten kann ich sagen, dass der Kleine gut zugenommen hat. Diese Woche lag er bei 3180 Gramm. Die Größe weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber so circa 51 cm müsste er jetzt sein. Also letzte Woche war er 50 cm, also wird er jetzt circa bei 51 sein, schätze ich mal. Denn man sagt ja so, pro Woche nehmen die Kleinen 1 cm an Länge zu. Sonst gibt es den kleinen Schnuffel bestens. Man sagt ja eigentlich, dass die Kleinen jetzt am Ende 90% am Tag schlafen und 10% wach sind. Aber das ist bei dem kleinen Schnuppi hier in meinem Bauch nicht so. Also er zeigt sich wirklich fast den ganzen Tag über. Nur nachts, da achtet er auf mich, wenn die Mami schläft, dann schläft der Kleine auch. Das finde ich total süß von dir. Wenn das so bleibt, das wäre zauberhaft. Auch sonst muss ich sagen, ist mit dem Kleinen alles super. Ich war heute zum Entbindungsgespräch. Das ist ein Gespräch, in dem man mit dem Belegarzt, also der Arzt, der die Entbindung dann letzten Endes durchführen wird, alle Details und Fragen und die Voruntersuchung für die bevorstehende Geburt machen wird.
hat der Arzt sich wirklich auch nochmal ganz genau den Kleinen angeschaut, wirklich auch nochmal die Blutversorgung angeschaut, die Größe von ihm, das Herz. Also alles, was man so grundsätzlich auch bei der Feindiagnostik macht, hat der Arzt heute sich auch nochmal angeschaut, um den Kleinen nochmal detailliert zu sehen. Ich konnte auch nochmal ganz viele Fragen stellen zur Geburt. Also mich hat das zum Beispiel interessiert, wann man dann letzten Endes ins Krankenhaus fahren soll. Meine Hebamme hat ja zu mir gesagt, so wenn die Wehen alle 5 bis 7 Minuten regelmäßig kommen. Der Arzt hat jetzt aber zu mir gesagt, dass nicht nur die Abstände wichtig sind, sondern auch die Intensität der Wehen wichtig ist. Denn letzten Endes gibt es auch Frauen, die alle 30 Minuten nur Wehen haben und trotzdem kommt das Kind. Und es gibt andererseits Frauen, die alle 2 Minuten Wehen haben und es tut sich untenrum gar nichts. Ich habe jetzt beschlossen, mich da wirklich ganz doll auf mein Gefühl zu verlassen und auch denke, okay, wenn ich noch darüber nachdenke, ob es eine Wehe ist, dann kann es noch nicht so schlimm sein. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass ich sage, ja, oh, es tut verdammt weh, dann fahre ich halt lieber einmal öfter ins Krankenhaus, ehe ich da irgendwie mein Kind gefährde oder ähnliches. Worüber ich mich heute auch total gefreut habe, ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen rumgejammert beim Arzt. Ich habe halt gesagt, dass ich schon so lange kein Bild mehr von ihm bekommen habe oder grundsätzlich ihn schon so lange nicht mehr gesehen habe, den Kleinen, weil er jedes Mal die Hand vorm Gesicht hatte oder einfach die Schallbedingungen nicht gut waren. Hat der Arzt wirklich so lange geguckt, bis er mal ein 3D-Bild von dem Kleinen hinbekommen hat. Das zeige ich euch jetzt mal. Das war es, das Ziel ist hier. Ja, die Spiegel des Hofbox, das müssen wir jetzt mal wieder sehen, aber ich finde, man sieht sehr, sehr gut die Augen, die Nase und den Mund und ich bin so, so verliebt. Das macht das Ganze jetzt nochmal viel greifbarer, dass man den Kleinen auch nochmal gesehen hat und ich freue mich jetzt nochmal viel mehr. Mein kleiner Spatz. Was wir heute auch noch besprochen haben, war die sogenannte Problematik mit Streptokokken. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt, aber das wird auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Bei Streptokokken ist es so, dass es viele Menschen in sich haben, auf der Haut haben, in den Schleimhäuten haben und so weiter. Und das stellt für uns Erwachsene erstmal überhaupt gar kein Problem dar. Aber halt unter der Geburt, wenn man die Streptokokken auch untenrum hat, kann das natürlich eine Gefahr fürs Baby darstellen, wenn das Baby durch den Geburtskanal sich bewegt und dann diese Streptokokken abbekommt und sich dann damit infiziert. Da hat man wirklich die schlimmsten Sachen drüber gelesen, bis hin zur Sepsis, also bis zur Blutvergiftung und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mir zur Sicherheit diese Streptokokken abnehmen lassen und bin zum Glück auch negativ da drauf. Trotzdem kann ich euch da mal eine kleine Entwarnung geben. Also ich habe da heute nochmal ganz detailliert mit meinem Arzt drüber gesprochen und mein Arzt ist wirklich sehr, sehr lange schon in seinem Beruf und er hat gesagt, ihm ist das noch nie widerfahren, dass ein Baby sich mit diesen Streptokokken so ernsthaft irgendwie infiziert hat, dass da ernste Folgen draus geschehen sind. Die hatten das in dem Krankenhaus, in dem ich entbinde, noch nicht ein einziges Mal, dass sich ein Baby tatsächlich ernsthaft mit Streptokokken infiziert hat und er ist der Meinung, dass dieser Abstrich eigentlich nicht notwendig ist. Denn selbst wenn man negativ darauf ist, heißt das nicht, dass man nicht ein paar Wochen später positiv daraus sein kann. Also man sollte vielleicht manche Sachen auch ein bisschen genauer hinterfragen, die einem so angeboten werden oder die man in Apps oder in Fachzeitschriften liest oder in Fachbüchern liest. Und vielleicht hätte ich es, wenn ich das vorher gewusst hätte, mir das nicht abnehmen lassen. Gut, jetzt ist es so und man ist natürlich auch irgendwie erleichtert, dass man das jetzt abgehakt hat. Vielleicht ein Appell an euch, dass ihr Dinge vielleicht trotzdem genauer hinterfragt oder dass ihr vielleicht euren Arzt fragt, ob dieser Streptokokkenabstrich wirklich notwendig ist. Ansonsten zu meinen Gebrechen, Beschwerden, Symptomen, wie auch immer. Ich habe heute gerade zu einer Freundin gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass eine Schwangerschaft für mich körperlich so wenig belastend ist. Also ich bin wirklich noch sowas von fit für meine Verhältnisse. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Der Kleine belastet mich null. Der ist total rücksichtsvoll, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Auch so, er lässt mich noch gut schlafen. Ich habe keine Atemnot. Ich habe nur ganz, ganz selten Sodbrennen. Auch sonst ist der Bauch jetzt auch nicht so oft im Weg. Ich mache mir meine Schuhe noch alleine zu. Ich bewege mich noch ganz normal. Ich habe das Gefühl, ich bin noch genauso fit wie vor der Schwangerschaft. Obwohl ich in der Schwangerschaft nicht einmal Sport machen durfte und oh, es wird Zeit, dass ich das nach der Schwangerschaft dann wieder in Angriff nehme. Das Einzige, was mir wirklich ein bisschen zu schaffen macht, ist dieses Gewicht, weil man echt nichts mehr zum Anziehen hat. Ich weiß, das ist jetzt ein Meckern auf hohem Niveau und ich möchte auch nochmal betonen, es gibt definitiv Wichtigeres als diese Oberflächlichkeiten mit Aussehen und so weiter. Aber trotzdem merkt man es. Also ich liebe meinen Bauch, der ist wunderschön, finde ich, aber wieso muss denn um Gottes Willen der Rest auch so breit werden? Also der Hintern, die Beine, mein Gesicht. Also man fühlt sich einfach nicht mehr so richtig wohl in seiner Haut, weil man in diverse Klamotten nicht mehr reinpasst, nicht mal in viele Schwangerschaftsklamotten und man möchte irgendwann einfach wieder zu seiner alten Form zurückfinden. Und dafür habe ich mir auch etwas gekauft. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch Erfahrungen damit gemacht habt. Und zwar habe ich mir das Belly Bandit gekauft. Das wird, ich glaube, in Großbritannien und USA und so weiter sehr doll gehypt. Ist auch nicht ganz günstig.
Ich muss sagen, mich erinnert das so ein bisschen an so einen Nierengurt, den man auch mal auf dem Motorrad oder so trägt. Ein ganz einfaches Prinzip ist einfach, dass man sich diesen Gurt umschnallt um den Bauch nach der Geburt und dass der quasi dafür sorgt, dass sich die Muskeln und das ganze Gewebe wieder schneller zusammenzieht und der Bauch einfach schneller wieder so aussieht wie vorher beziehungsweise sich schneller wieder regeneriert. Habe ich einmal diesen Gurt, also ich habe mir den in Schwarz gekauft und den klettet man dann hier einfach so zu um den Bauch herum und den sollte man auch möglichst fast den ganzen Tag tragen. Ich weiß gar nicht, die Größe habe ich jetzt glaube ich genommen, um die richtigen Maße auszumessen. Also das ist jetzt, ich habe das jetzt glaube ich in der S. Müsst ihr natürlich schauen, wann ihr es bestellt. Also wenn ihr es natürlich nach der Geburt bestellt, dann nehmt ihr einfach die Größe ungefähr, die euer Bauch dann hat, zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Ich habe das jetzt wirklich so ein bisschen schätzungsweise gemacht. Das steht auch auf der Verpackung drauf. Es gibt da so verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Die Größe S entspricht jetzt 84 bis 95 cm. Da mein Bauch momentan bei 104 cm ist und ich stark davon ausgehe, dass nach der Geburt direkt der Bauch natürlich nicht zusammenfällt, aber definitiv natürlich schmaler sein wird. Und ich natürlich auch will, dass das Band straff anliegt. Also das sollte es schon. Also wenn es zu locker sitzt, dann macht es natürlich keinen Sinn. Habe ich es jetzt mit der Größe S probiert. Aber ihr könnt euch gerne nochmal auf der Website dazu umschauen. Ich habe das Band jetzt bei Babywalz bestellt. Und dazu stehen auch nochmal ganz genaue Infos. Das kostet jetzt 69,95 €. Wie gesagt, das ist echt nicht günstig. Aber ich habe darüber sehr, sehr viele gute Sachen gehört. Und wie gesagt, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch da Erfahrung mitgemacht habt. Oder halt auch nicht. Oder ob ihr euch das vorstellen könntet. Ansonsten kleine Helferlein noch für die Geburtsvorbereitung. Also ich muss sagen, ich habe jetzt mein Magnesium abgesetzt. Ich habe fast die ganze Schwangerschaft über immer Magnesium genommen, weil ich ja so vorzeitige Wehen hatte und wegen dem verkürzten Gebärmutterhals und so weiter und so fort. Und das Magnesium habe ich jetzt weggelassen. Man sagt zwar, dass das Magnesium keine richtigen Geburtswehen unterdrücken kann, aber letzten Endes unterdrückt es diese ganzen Vorwehen, Übungswehen und Senkwehen, die ja dafür zuständig sind, dass das Kind wirklich dorthin kommt, also richtig im Becken liegt und so weiter und so fort und dass die Gebärmutter sich ordentlich vorbereiten kann und deswegen nehme ich das Magnesium jetzt gar nicht mehr. Was ich mir jetzt gekauft habe, ist Himbeerblättertee. Ich weiß, es wurde wahrscheinlich schon 1000 Mal in die Kamera gehalten, aber ich tue es jetzt auch nochmal, weil es für mich einfach dazugehört. Ich trinke den jetzt seit der 38. Schwangerschaftswoche, eine Tasse täglich. Man kann das, glaube ich, auch schon ein bisschen eher machen, aber dadurch, dass ich ja mit vorzeitigen Wehen und so weiter gekämpft hatte, habe ich halt erst jetzt angefangen. Und ich muss sagen, der schmeckt halt wie Kräutertee. Also schmeckt jetzt nicht sonderlich gut und auch nicht sonderlich schlecht. Und wie gesagt, eine Tasse davon täglich und ab nächster Woche, also ab der 39. Woche, werde ich 2 Tassen davon täglich trinken. Und ja, vielleicht bringt es ja was. Die Frauenärztin hat auf jeden Fall gesagt, dass man es natürlich auch übertreiben kann mit der Vorbereitung und so weiter und so fort, aber dass sie von Himbeerblättertee sehr, sehr viel hält. Und ich finde, man bricht sich dabei echt keinen ab, Himbeerblättertee zu trinken, oder? Ja, meine Lieben, das war das Update. Ich zeige euch natürlich gleich auch noch meinen Bauch. Wie gesagt, es bleibt sehr, sehr spannend. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, folgt mir bei Instagram. Da könnt ihr wirklich immer sehen, was es Neues gibt. Ich versuche da fast täglich zu posten, was so passiert. Und wir werden sehen, ob wir uns nochmal zu einem Schwangerschaftsupdate wiedersehen. Das kann ja, wie gesagt, jederzeit passieren. Und ich bin da wirklich mittlerweile auch schon ein bisschen aufgeregt, aber in positiver Hinsicht. Also wirklich in freudiger Erwartung. Ja, ihr Lieben, ansonsten zeige ich euch jetzt noch meinen Bauch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns ganz bald wieder. Fühlt euch ganz doll von mir gedrückt und bis bald. Ciao!